Kormoran, der Bab, der Bo ob Jüpp. Der Mamm hat überall gesucht und sagt, wo ist der jetzt? Doch will ihr in, der mord ja noch ein Böhmchen Bofe Jon. Ob Hillisch oben üblich schenkt, wer wohl so dat verstand? Et woten vier, et woten fünf, der Dämmerung trag all ob. Doch komm jetzt kleines krumm und schief, der Straße zum Huse hoch. Ich hatten dann als EZ gekannt und rief mit Böhmchen Güts. Der Mamm, die sagt, als seht's auch, mein Jott, dat jedet nichts. Unser Böhmchen, o Tannenbaum, unser Böhmchen, dat war ein Traum. Unser Böhmchen, vergess ich nie. Ne, so ne schöne Baum, die der kriegt man niemals mehr. Der Pap, der war ganz stolz und sagt, ist der nicht wunderschön? Der Mamm, die war am Lachen, noch wenigstens ist er grün. Das Böhmchen war noch nicht ins Huhn, dafür unheimlich krumm. Der Mamm, die sah das schäfe Ding, das kriegst du nie zum Stock. Doch Bab ganz drüsch, nur warten's ab, er ist ja noch ganz früh. Wenn da jetzt alles dran ist, erkennst du den nicht mehr. Das Böhmchen links ein Flächer Baurätz um Arm geklemmt. Das war das Letzte, was ich sah, als er in ein Zimmer ging. Unser Böhmchen, o Tannenbaum, unser Böhmchen, das war ein Traum. Unser Böhmchen, vergess ich nie. Ne, so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals nie. Die Tür, die schloss er immer auf, do wim keiner rin. Denn keiner soll dat Wunder, dat da passierte Sinn. Zu Eetz war er am Säge, der Baum war doch so klein. Dann holt man plötzlich Nähle, ich dacht, der Baum ging in. Ein Zick lang war er dann ganz still, kein Tönsch aus dem Raum. Ob einmal holt man singe, ganz laut, o Tannenbaum. Ich löf jetzt däteren Schmücke, mit Glöckchen und Su. Es ist ein Ros entsprungen, kommt falsch und viel zu hu. Unser Böhmchen, o Tannenbaum, unser Böhmchen, dat war ein Traum. Unser Böhmchen, vergess ich nie. Ne, so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals mehr. Ob einmal ja wird dann ein Knall, dann wurde furchtbar still. Zu Bethlehem geboren, komm leis mit viel Gefühl. Noch zwei Stunden komme endlich Russ, das Schlimmste war ihr dann. Ich lur den an, er sah doch. Ja, also ich freue mich recht herzlich, dass ihr so zahlreich hier bei uns im kalten Fahrweiler erschienen seid. Also es ist eine ganz tolle Resonanz und wir haben uns auch wirklich viel Mühe gegeben, dass ihr alle satt werdet und dass auch viele Spenden zugunsten der Wiege zusammenkommen. Der Klaus ist ja Mitinitiator von der Wiege, ist also eine Organisation, die weltweit Kindern in Not hilft und Operationen zum Beispiel finanziert und so weiter. So, ja, dann sauft noch gut ein, lasst noch ein bisschen Kohle zusammenkommen. Ne? Also, jo, viel Spaß!